Weiter geht's mit Hogwarts Legacy und wir schauen hier gerade auf das wunderschöne Hogwarts. Vorne steht, ist das eine junge Dame? Ich würde sagen, es ist eine junge Dame. Und bei Mondschein kann ich die hier doch nicht alleine stehen lassen. Da muss ich hingehen. Darf ich dich um Unterstützung bitten? Kommt drauf an, um was es geht. Es ist ein bisschen dubios, aber gut. Grace Pinch Smedley, der Name ist auch sehr dubios. Hallo, kann ich dir Wir helfen? sind dubios. Oh, ein Glück, ja. Mein Name ist Grace Pinch Smedley, von den Pinch Smedleys aus Bath. Ich hatte gehofft, dass bald jemand kommen würde. Ich war im Begriff, mich dem Wunsch meines Vaters zu widersetzen und hätte mir das nie verziehen. Weißt du, ich muss etwas vom Grund des Sees holen. Könntest du mir dabei vielleicht helfen? Ein Unterwasserabenteuer klingt doch lustig. Im See zu tauchen klingt nach einem tollen Besser als Abenteuer. Spinnen. Erzähl mir mehr. Toll. Genau die Antwort, die ich mir erhofft hatte. Was soll ich denn genau für dich finden? Vor Jahren segelte mein Großvater, der sich selbst für einen Astronomen hielt, vom Bahnhof Hogsmeade aus los, um mit meiner Großmutter nur ein wenig die Sterne zu Muss ich jetzt die beobachten. Großmutter finden? Sie kehrten nie Oh, zurück. beide Es tut mir gleich. leid. Was Ist ist mit nicht Ihnen lustig. geschehen? Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass weder Sie noch Ihr Boot ans Ufer zurückgekehrt sind. Sie sind vermutlich ertrunken. Vater war so verzweifelt, dass er unserer Familie verbot, je wieder einen Fuß auf oder in den großen See zu setzen. Ein wertvolles Astrolabium der Familie verschwand in dieser Nacht mit ihnen. Wenn du es bergen könntest, würde das meinen Vater bestimmt freuen. Du dachtest anscheinend, ich hätte von den Bath Pinch Smedleys gehört. Warum sollte ich deine Familie kennen? Das ist wie die Frage, warum der Himmel blau oder das Gras grün ist. Der Name Pinch Smedley ist gleichbedeutend mit großer Wissbegierde. Wir sind bekannt für unsere Beiträge zu Wissenschaft und Kunst. Ich bin überrascht, dass du noch nichts von uns gehört hast. Und bei allem, was ich noch entdecken werde, werden diejenigen, die den Namen noch nicht kennen, ihn sicher eines Tages kennenlernen. Was genau ist ein Astrolabium? Es ist ein erstaunliches, uraltes Navigationsinstrument. Im Grunde ein tragbares Modell des Universums. Es wird hauptsächlich für das Studium der Sterne benutzt, aber es gibt fast 1000 Verwendungsmöglichkeiten. Faszinierendes Gerät. Leider ist es bestimmt so verrostet, dass es nicht mehr zu reparieren ist. Aber ich hätte es gerne wieder. Es hat schließlich meinen Großeltern gehört. Klingt gefährlich. Besonders für etwas, das lediglich sentimentalen Wert hat. Ach, verstehe. Aber ich wäre dir ewig dankbar. Es kann natürlich sein, dass du noch viel mehr als das Astrolabium entdeckst. Alles, was du sonst findest, gehört dir. Ich habe die letzte bekannte Position des Boots mit der Topographie des Sees, den Tiefenkarten und dem Gezeitenplan abgeglichen. Ich vermute, dass es dort drüben ist, etwa einen halben Kilometer vom Hafen. Es wäre wunderbar, das Astrolabium meines Großvaters wiederzuhaben. Ja, finde ich auch. Ich hoffe, du findest das Astrolabium. Es bedeutet unserer Familie sehr viel. Es klingt, als wäre ihr Astrolabium nordöstlich des Docks. Ich sollte dort danach tauchen. Nordöstlich des Docks, okay. Ah, okay, irgendwo da draußen. Kann der auch schneller schwimmen? Ah, okay. Ich wollte gerade schon sagen, das kann ja dauern. Schauen wir mal. Tauchen müssen wir dann gleich mal gucken, wie es geht. Machen wir vielleicht jetzt schon mal. Wie tauche ich? Okay, müssen wir gleich nochmal schauen. So, mal gucken. Tauche auf den Grund des großen Sees und Hier finde muss das Astrolabium der Familie Pinch Smedley sein. Und wie tauche ich jetzt? Drücke einfach mal alle Knöpfe. Kann ich überhaupt schon tauchen? Ah, okay, warte mal. Ah, okay. Also man kann nicht wirklich selber tauchen. Ach ja, das war ja... Aber das war zu einfach. Grace sollte erfahren, dass ich ihr Astrolabium gefunden habe. Da kommt doch jetzt irgendein Seemonster. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Da kommt der weiße Hai. Ja gut. So gefährlich fand ich es jetzt gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie man hier ertrinken kann.
Aber manchmal sind die Missionen schon ein bisschen zu leicht quasi. Dass man jetzt nur raus musste und gar nicht mal selber schwimmen muss. Nö, passt schon. Also, da komme ich nicht hoch, gell? So, ich behalte das für mich. Nein, natürlich nicht. Boah, holy. Ein bisschen besoffen. Hallo, Grace. Ich bin zu deinen Koordinaten im großen See getaucht. Oh, unglaublich. Hast du das Astrolabium? Ja, du kannst es haben, aber nicht umsonst. Ja. Ja. Ich hoffe, es macht deinen Vater glücklich. Das wird es. Ich freue mich schon auf sein Gesicht. Danke, dass du das für mich getan hast. Und für meine Familie. Du solltest ich kenne deine Familie immer noch nicht. Tauchplätzen Ausschau halten. Mit deinem Talent wirst du da unten bestimmt alles Mögliche finden. Bin einfach nur dem weißen Danke Kaninchen nochmal. Gefolgt. Und ich hoffe, du tauchst weiter. Du hast wirklich ein Händchen für Schätze. Ja. Wahnsinn, das verlorene Astrolabium und die Meerjungfrau-Maske haben wir bekommen. Das sieht nicht sehr einladend aus da drüben. Da können wir eine Mission starten. Die sehen böse aus. Ich weiß nicht, wen ich gesehen haben soll. Ich war mit meiner Forschung beschäftigt. Ich habe keine Zeit für... Victor Rookwood schert sich kein Stück um ihre Zeit. Der schon wieder. Wenn man vom Teufel spricht. Mr. Rookwood würde sich gerne unterhalten. Von der Schule? Das kann doch nicht... Jetzt reicht's. What the fuck? Lasst sie in Ruhe. Was ist los mit euch? Ja, okay, das war schon fast zu einfach. Mit alter Magie weggeballert. Was geht jetzt los? Oh, okay, das war... Ich komme zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Der Arschwinder-Duellant. So, im Bereich Sammlung in deinem Handbuch gibt es einen neuen Gegnertyp. Du kannst dort wertvolle Informationen über Gegner erfahren, wie zum Beispiel ihre Schwächen gegenüber bestimmten Zaubersprüchen. Okidokili, ja, wäre nice, wenn ich das wüsste. So, ich nehme das. Boah. Holy. Okay. Alter Schwede. Der ist schon übel. Jawohl, den haben wir auch weggeballert, aber der war schon nicht so ohne. Achso, der lebt noch, oder was? So, jetzt aber nicht mehr. Oder? Das war's. Puh, also der war schon gewöhnungsbedürftig. Und das so nah an Hogwarts. Ja, krasser Scheiß. Finde ich jetzt aber auch ein bisschen ungewöhnlich. In und um Hogwarts war ja eigentlich immer alles relativ schön ruhig. Gibt's hier nichts mehr zum Einsammeln? Was haben wir denn hier? Blutegelsaft. Den nehmen wir mal mit. Boah. Hätten wir besser mal weggelassen. Ich glaube, wir werden morgen ohne Hoden aufwachen. Yo, Nora, treat well. Du hast mich ja nicht so well getreated, wobei sie ja schon. Alles in Ordnung? Ja, vor allem auch dank ihrer exzellenten Verteidigungskünste. Warum nur wollten zwei Erschwinderinnen mich erledigen, um an sie zu gelangen? Erschwinderinnen? Victor Rookwoods Diebe und Erpresser, seine Handlanger. Sie schienen an ihnen interessiert zu sein. Das ist eine lange Geschichte, aber danke für die Hilfe. Nun, für den Moment sind sie los. Priya hat mich gewarnt, dass sie gefährlich werden. Dann sollte ich lieber weiter forschen, bevor sie wiederkommen. Sie erwähnten jemanden namens Priya? Ja, meine Frau. Sie weckte mein Interesse für Merlin, schenkte mir ein Buch, als wir noch in Hogwarts waren. Klassische Hufflepuff, geniale Trankmeisterin, hat einen Laden in der Nocturngasse. Ja, sie ist eine reisende Händlerin. Sie weiß immer, was im Hochland vor sich geht. Sie sind Forscherin? Nora Treadwell. Zu ihren Diensten. Historikerin, Archäologin und Spezialistin für das Leben und Werk Merlins. Ich dachte, Merlin, Artus und die Tafelrunde wären nichts als Märchen. Mythos?
Seien Sie froh, dass Sir Cadogan Sie nicht hören kann. Cadogan. Er erzählt in seinem Bild in Hogwarts ständig von seinem guten Verhältnis zu Merlin. Den hatten wir schon mal, oder? Merlin war Schüler in Hogwarts. Und ich untersuche seltsame Objekte, die er vor Jahrhunderten hinterlassen hat. Objekte? Diese rankenbedeckten Säulen, Dutzende von ihnen. Sie stehen überall. Ich nenne sie die Prüfungen Merlins. Ich vermute, er hat sie als Ablenkung für seine Kameraden in Slytherin erschaffen. Er war ein großer Liebhaber von Rätseln. Verständlich, dass Sie sich für Merlin interessieren. Ich wüsste gern mehr über die Prüfungen. Dann werde ich Ihnen ein Geheimnis verraten. Bisher weiß niemand genau, wie sie funktionieren. Aber ich glaube, ich habe einen wichtigen Hinweis entschlüsselt. Malvenkraut scheint mir eine wichtige Komponente zu sein, um die Prüfungen auszulösen. Malvenkraut? Ein vielseitiges Kraut. Merlin erwähnt es mehrfach in seinen Schriften. Ich wollte gerade meine Theorie ausprobieren, als ich so jäh unterbrochen wurde. Jede Wirbelmitte in Merlins Schrift ziert ein anderes Symbol. Das hat mich ins Grübeln gebracht. Was, wenn... Das Malvenkraut in der Mitte der Symbole platziert werden soll. Genau. Würden Sie mir die Ehre erweisen? Dann sehen wir, ob unsere Theorie hält, was sie verspricht. Malvenkraut. Ich habe eine Kiste mit Malvenkraut mitgebracht. Die ist dort drüben, bei meinem Zelt. Okay, ja, das ist ja einfach. Ich dachte, ich müsste jetzt selber irgendwie... Diese Truhe? Ja. Ja, greifen Sie zu, auch wenn Sie schon welche diese haben. Diese Truhe? Ich habe das Malvenkraut. Wunderbar. Jetzt sehen Sie sich die Ranken an den Säulen und den Steinwirbel auf dem Boden an. Jede Prüfung hat diese Merkmale. Setzen Sie das Malvenkraut auf den Wirbel, dann sehen wir, was passiert. Meine Güte! Haben Sie das gesehen? Die Ranken sind verschwunden. Was soll ich jetzt tun? Das ist neu. Ins Händen! Nein! Die Flammen senken den Scheiterhaufen. Keine Ahnung. Würde ja Sinn machen, die Dinger anzuzünden, oder? Ups. So, Herausforderung freigeschaltet. War jetzt einfach eine Vermutung, aber war jetzt auch kein Mega-Geistesblitz. Ja, Shiggy. Was für ein Tag. Ich fasse es kaum. Ja, sehr gerne. Das können wir wohl als Erfolg bezeichnen. Das nehme ich wohl an. Allerdings habe ich jetzt noch mehr Fragen. Wie geht das nur? Zurück an die Notizen. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Laufen hier eigentlich alle Prüfungen so? Nicht unbedingt, aber ich glaube, jeder hat diese markanten Ranken und einen Wirbel auf dem Boden. Lösen Sie sie so, wie sie Ihnen vor die Füße fallen. Ich glaube, ich habe alles, um mit meiner Forschung fortzufahren. Wahrscheinlich ist für jede Malvenkraut erforderlich, dass Sie in Hogsmeade finden, wenn Sie noch mehr benötigen. Okay. Ich muss jetzt wirklich los. Es war mir ein Vergnügen. Ja, mir auch. Also wirklich. Und seien Sie vorsichtig hier draußen. Jetzt, wo ich alles habe, kehre ich wieder zu meinen sicheren Notizen und Büchern zurück. Okili-dokili. Nice. Also auch das haben wir ja ganz souverän hinbekommen. Jetzt mal schauen, wo es uns weiter hintreibt. Also das wollte ich gar nicht. So, wir sind jetzt momentan hier, haben schon ein bisschen des Waldes erforscht. Westliches Tal von Hogwarts. Haben hier draußen ja eigentlich mal Nutty getroffen. Das war ja der eigentliche Plan. Das haben wir da drüben, zentrales Tal von Hogwarts. Da können wir eigentlich nochmal hinlaufen. Hier oben gibt es Brockborough oder sollen wir lieber nochmal nach Hogwarts zurück und dort weitermachen? Unterrichtsstunde Kräuterkunde, gekreuzte Stäbe, dritte Runde, Zauberkombination, Übung 2. Da würden wir natürlich noch ein paar neue Zaubersprüche kennenlernen. Ich würde sagen, wir gehen mal zurück nach Hogwarts, machen erst nochmal ein bisschen Elementares, bevor wir dann hier draußen die ganzen Missionen erfüllen. Also es sieht einfach so schick aus. So nice. Jetzt auch schon wieder ein bisschen heller geworden. Die ganze Nacht hier wieder durchgezockt. Der gute Wamsi-Michel. Ja, und ich glaube, den Weg, den kennen wir jetzt ja schon. Da werden wahrscheinlich auch nicht gar zu... Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Wieso denn? Was soll denn passieren? Solange wir auf den Wegen bleiben, kann ja nichts passieren. Deswegen gehen wir auch mal von den Wegen weg. Vielleicht läuft uns ja doch noch irgendjemand über den Weg, den wir wegbamsen können. Wegbamsen.
Der Ramsay ist wieder am Start. Ja, also, dann sehen wir uns gleich in Hogwarts wieder. Hallo, Lucan. Ich würde gern mit der Übungspuppe trainieren. Brillante Idee. Dieses Mal wird es etwas anspruchsvoller. Bereit? Nein. Das wäre genial. Aber gut. Wunderbar. Ich bereite alles vor. Wirke wieder alle Zauberkombinationen, bevor die Puppe aufkommt. Alles Wenn klar. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Alles klar. So, mal schauen, ob ich das hinbekomme. So. Akio. Incendio. Delioso. So, das ist ja relativ easy. Gemacht. Was soll jetzt gemacht werden? Okay. Akio. Incendio. Ja, stimmt, das hätte ich auch häufiger machen können. Akio und Feuer. Ist eigentlich eine gute Kombination. Akio. Incendio. Video. Ah, Mist. Entschuldigung. Okay. Entschuldigung. Boah, was macht die denn jetzt? Akio. Incendio. Manchmal hält man eben nicht lang genug gedrückt. Aber klar, ja, Akio und Feuer ist gut. Hätten wir schon häufiger machen sollen. Nicht gegen dich kämpfen. Exzellente Handarbeit. Hier oben bei den gekreuzten Stäben geht's immer zur Sache. Ja, das war doch ja auch nur danke, dank deiner Hilfe. Du warst sehr hilfreich. Ach, hör auf. Ich werde gleich rot. Wirklich gut gemacht. Die Übungspuppen werden sich nicht so schnell nochmal mit dir anlegen. Und du wirst bei den gekreuzten Stäben noch stärker. Wehe den anderen Duellanten. Ja, das können wir eigentlich gleich im Anschluss machen. Ja. Ja. Hallo, Lucan. Kann die Finalrunde der gekreuzten Stäben beginnen? Die Finalrunde. Wichtiger Kampf heute. Alles hat zu diesem Moment geführt. Dem Moment, an dem wir sehen, ob dein Training und deine Hingabe für den Sieg reichen. Bereit für deine große Chance? Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Ja, Nati. Dann kann's ja losgehen. Immer die Nati. Diesen Sieg werden wir auskosten. Mhm. Ja, recht so. Alter, gleich 4. So, Meisterschaftsrunde. Als Schalker geht es eh 0-0 aus. Alter. Upsi. So, sorry, wenn ich gerade nicht spreche, aber ich versuche gerade mal mich zu konzentrieren. Alter, nochmal getroffen. Boah, jetzt versuche ich aber eigentlich auch mal diesen anderen Zauber zu machen und irgendwie läuft das nicht so. Nee. Ah. Oh. Das war nix. In dieser Runde hast du es wohl ziemlich verbockt. Willst du es nochmal probieren? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nee, ich habe versucht, wie gesagt, ein bisschen was anderes zu machen. Ist nicht so gut geglückt. Diesmal kriegen wir es besser hin. Ja, gleich mal richtig fett eine abbekommen. Aber jetzt erstmal die hier alle. Stufe.
ins Hände. Du vor. So, komm mal her, mein Freund. Ah, shit. Geht grad nicht. So, wer ist jetzt noch übrig? Achso, sie ist noch übrig. Oh, shit. Wer ist denn jetzt noch übrig? Hä? Wer ist doch noch übrig? Aber ich kann ihn irgendwie nicht anvisieren. Okay, denn die checke ich es gerade nicht. Wir können ein paar Sachen fertig machen und er schwebt hier. Ich habe ihn geschubst. Hä? Die anderen haben wir ja weggeballert. Gut, dann muss ich ihn jetzt halt fertig machen. Sie ist ja schon ganz gut dran. Raffi ist gerade nicht. Ich suche nochmal hier die Truhe. Und er schwebt schon wieder. Besiege deine Gegner. Hey, ich habe doch alle besiegt. Ich habe niemanden mehr, den ich hier fertig machen kann. Warum muss ich ihn denn jetzt so anvisieren? Andy Strange. Okay, jetzt aber auch das mit Ranziehen und Feuer eigentlich ganz cool. Du hast das Turnier gewonnen. Ja, ich hatte Glück. Es war einfach nur Glück, mehr nicht. Bitte, Glück allein reicht für sowas nicht. Jetzt erhält der Sieger den Preis. Und so habe ich die große Ehre, dir dieses einfache, aber elegante Abzeichen für Höchstleistungen im Duell zu überreichen. Danke. Es war mir eine Freude, teilzunehmen. Wohlverdient. Du bist ein ernstzunehmender Duellant. Nachdem wir jetzt einen eindeutigen Turniersieger haben, wende ich mich besser wieder meinen Schularbeiten zu. Wie es meinen Kräuterkundepflanzen wohl geht, ich habe mich lange nicht gekümmert. Ja, da gehen wir als nächstes hin. Okay, ja, lief okay. War jetzt nicht überragend, aber war okay. Was ist mit dir, mein Freund? Unschlagbar, was? Na, unschlagbar bin ich auf keinen Fall. Aber es war schon komisch, oder? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ist. Ich wurde gerade erst warm. Das größte Talent gewinnt, schätze ich. Irgendwie war es ein bisschen strange alles. So, da kommen wir auch noch nicht rein. Hallo, Mora müssen wir noch lernen. Geht's hier rein? Jo. Gibt's hier was? Für uns. Oh ja, das ist relativ offensichtlich. Der Keltenschal mit Pinselstrichmuster. Ich bin jetzt modisch normalerweise nicht so bewusst, wenn ich ganz ehrlich bin. Wie man es hier auch sieht. So, das haben wir eh schon freigeschaltet. Ja, finde auch schön, sie zu sehen. Was geht mit Nelly? Erklärst du mir nochmal, wie die daedalischen Schlüssel funktionieren? Ah, okay. Wenn wollte ich gar nicht. Wenn du einen fliegenden Schlüssel siehst oder hörst, folge ihm zu seinem Schrank. Das Knifflige ist, ihn dann ins Schloss zu bekommen. Das kennen wir Männer. Ich hoffe, du folgst ihm. Wenn du einen Schrank öffnest, wüsste ich gerne, was drin ist. Falls was drin ist. Immer schwer, den ins Schloss zu bekommen. Was mit dir? Gegen einen Neuling verloren? Damit habe ich nicht gerechnet. Ach hier. Ich würde die gerne da runterschießen. Jutti, also es gibt richtig coole Zauberkombinationen, die man noch nutzen muss. Levioso. Incendio. Okay. Lumos. Ich versuche alles. Hier konnte man nicht auch etwas machen mit diesen Dingern. Haben wir vielleicht aber auch schon gemacht. Was geht da vorne? Weiß nicht, was können wir denn da machen? So, aber da geht auch irgendwie nicht viel. Ah, doch, okay, also es ist einfach ein Feuerding. Sammelhandbuchseiten in Hogwarts sind wir schon wieder gut dran. Haben wir jetzt aber die letzten Male ein bisschen vernachlässigt. Ah, das ist keine Tür. Jo, sah auch eher nach Wand aus. Ich gehe jetzt einfach mal überall rein. Ich weiß gar nicht, wie lange war Myrte schon tot? Die war, glaube ich,
ist vom Basilisken getötet worden, oder? Das muss also zu der Zeit gewesen sein, als Hagrid zur Schule gegangen ist und auch eben Lord Voldemort. Deswegen wird das hier nicht der Fall sein. So alt sind die ja auch alle noch nicht. Da war Dumbledore ja auch schon Schulleiter. Also werden wir hier in der Form nicht fündig. So, also dann schauen wir mal, wie machen wir weiter? Hogwarts-Gelände. Ja, da sind wir ja eh schon angelangt. Bin ich ja auch per Schnellauftrag hingereist. Ansonsten haben wir hier unten die Unterrichtsstunde für Kräuterkunde. Ich würde sagen, das verfolgen wir jetzt auch mal. Können wir da nicht auch irgendwie noch schneller hinreisen? Da gibt es doch eben auch die Gewächshäuser. Also da treffen wir uns gleich wieder. So, da sind wir auch schon. Besuche den Kräuterkundeunterricht. Ephraimi! Aua. Okay, warte, da vorne hat irgendwas geblunken. Vielleicht war es aber auch nur ein Grafikfehler. Ah, okay. Ich glaube, es war nur ein Grafikfehler. Wie geht's dir denn? Ah, okay. Das war der Flussgrasstamm. Natürlich. Das habe ich gewusst. Ui. Erst nochmal schwimmen gehen vor der Stunde. Na klar, erstmal ein bisschen frisch machen. Wir haben ja auch die ganze Nacht durchgezockt. Da muss man dann schon auch mal wenigstens ein bisschen duschen. Wir pflücken einfach mal das komplette Ding hier weg. Dipptam-Blätter. Ach stimmt, da hat die eine auch immer was von erzählt. Ja, nice, dass wir hier im Gewächshaus was mitnehmen dürfen. Wusste ich gar nicht. Finde ich jetzt eigentlich ein bisschen unhöflich, aber mei. Dann nehmen wir noch ein paar Dipptam-Blätter mit. Und dann gehen wir da nicht durch. Sind wieder nachgewachsen, die Dinger. Okay, wir nehmen einfach mal im Unterricht teil. Let's go. Guten Morgen, Professor Garlick. Wie schön, Sie wiederzusehen, Lenora Liebes. Ach, hier. Die brauchen Sie für den heutigen... Professor Garlick ist aber auch schön. Eine Kleinigkeit für Ihre Tante. Zum Rauchen? Alter, wir sehen so nice aus. Klasse, die neueste Rose in unserem Garten. Lassen Sie uns gemeinsam wachsen. Mhm. Wie reizend, alle wieder beisammen zu haben. Dieses Jahr wird voller Zauber und Aufregung sein. Aber das Wichtigste, das wir in der Kräuterkunde kultivieren, ist Wissen. Der umsichtige Kräuterkundler fürchtet die Venemosa Tentacula nicht mehr als die springende Knolle. Nun denn, heute werden wir uns mit einer lieblichen Knolle vertraut machen, nämlich der Alraunenwurzel. Ach, die Alraune. Akio. Ist das nicht diese schreiende? Mal sehen, was wir für unsere faserigen Freunde tun können, was? Ja, genau. Zuerst schützen wir unsere Ohren. Hat sie sich gerade Garlic ins Ohr gesteckt? Nun, alle... Packen Sie Ihre Alraune an den Ranken und ziehen Sie kräftig. Sollte die Wurzel wie eine warme, schmutzige Decke umhüllen. Dann fühlt sich die Alraune richtig wohl. Kennt man ja. Das tut mir sehr leid. Ich fürchte, ihre war etwas zu alt. Also gut, weg mit dir. Das haben sie alle toll gemacht. War jetzt auch nicht so schwer. Unterricht schon wieder rum, oder was? Werden wir Dipptam an den Pflanzentischen einpflanzen. Ah, okay. Sie können anfangen. Man sollte annehmen, Professor Garlick wäre vorsichtiger mit ihren Alraunen. Wusstest du, dass du die Alraune zur Verteidigung nutzen kannst? Stell dir das mal vor. Professor Fig scheint ja so gut wie nie in seinem Klassenraum zu sein. Sehr seltsam. Aber wenn wir da sind, ist er immer da. So, die hat nichts zu sagen. Schade. Wie geht's dir, Ken? Ob Hippogreifer wohl knöterig mögen? Knöterig. Er war ein arger Wüterich. Der Knöterich. So, euch kenne ich ja. Was haben wir denn hier?
Liebe Frau Professor Garlic, wie überaus aufmerksam von Ihnen. Sie haben sich ja sogar gemerkt, dass Erdbeeren meine Lieblingsfrüchte sind. Sie sind so süß, kein Wunder, dass die Muggel verrückt nach ihnen sind. Alles, was sie züchten, scheint von erlesenster Qualität zu sein. Vom Bitterwurz bis zu den Beeren. Ich hoffe sehr, dass meine liebe Nichte sich etwas von ihnen abschaut, während sie unterrichten. Lenora vergöttert sie. Die Punkte sieht man irgendwie schwer. Ich bin mir sicher, das tun alle ihre Schüler. Stets mit wärmsten Grüßen, Eleanor Everley. Ja, nice. Den Brief stecken wir ein. Zwar nicht an uns gerichtet. Ich nehme trotzdem mit. Ein paar Diptam-Blätter kommen auch noch mit. So, euch kennen wir ja schon. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Unterricht, oder? Ich glaube, wir haben alles abgestaubt, was es hier gibt. Da hinten habe ich noch nicht geguckt. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Natürlich. Die Diptam-Blätter habe ich als erfahrener Kräuterkundler doch sofort erkannt. Und natürlich auch das Malvenkraut. Sehr nice. Auch nicht ganz unwichtig. Hat sie ja gesagt, dass wir die immer brauchen. So, ja, Professor Garlic, let's go. Ja, Professor? Zuerst einmal möchte ich Sie zu Ihrer Alraune beglückwünschen. Sie können recht anspruchsvoll sein. Ja, es hat richtig Spaß gemacht. Ich hatte eigentlich sogar Spaß. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend. Wie nett von Ihnen. Es scheint, als würden Sie im Fach der Kräuterkunde bereits Ihre Wurzeln schlagen. Wie bereits erwähnt, werden wir jetzt Diptam sehen. Holen wir also zunächst die Samen. Ich habe schon welche aus Hogsmeade mitgebracht, Professor. Sie waren in der magischen Rübe? Wunderbar! Vorbereitete Schüler wachsen und gedeihen. Ich habe Ihnen einen eigenen Pflanztisch im Unterrichtsraum reserviert. Das war in der kurzen Zeit gar nicht mal so einfach. Säen Sie die Samen aus und kehren Sie später zur Ernte zurück. Gute Erde, Sonnenlicht und Magie helfen zwar sehr, aber Zeit zum Wachsen brauchen Sie trotzdem. Mal sehen. Okili dokili, Pflanze am Pflanztisch, Diptam-Samen. Machen wir glatt. Wir haben ja schon mit allen geredet, die werden jetzt auch nichts Neues mehr zu sagen haben, oder? Der beste Zeitpunkt für die Aussaat ist die letzte Saison. Der zweitbeste ist jetzt. Okay. So, Professor Garlic schaut uns schon auf die Finger, deswegen machen wir das mal. Diptam, Malvenkraut zu kaufen bei Wasserwegerich Knüllen. Was für ein Ding? Okay, das machen wir. Okay. 10 Minuten braucht das jetzt. Ja, haben wir Zeit mitgebracht. Schön, dass da eine Wolke drüber ist. Die Blätter dieses Heilkrauts werden für den Mega-Power-Drang verwendet. Diptam-Samen können bei die magische Rübe erworben und in Töpfen jeglicher Größe gepflanzt werden. Sehr nice. Gut. Cool. In 10 Minuten ist es gut fertig. Gemacht. Sobald er geerntet werden kann, ist Ihr Diptam für den Mega-Power-Trank einsatzbereit. Professor Sharp wird Ihnen das erklären. Nun, strecken wir unsere Zweiglein etwas aus und sehen uns eine andere Pflanze an. Den chinesischen Kaukohl. Einige Pflanzen sind besser für die Verwendung das außerhalb ist der chinesische des Kessels Kaukohl. Geeignet. Ohne etwas zum Kauen sind die Kohlköpfe wirklich reizbar. Zum Glück habe ich eine Puppe, an der Sie nagen können. Lassen Sie sie ordentlich hineinbeißen. Ja, Professor. Sie sind im anderen Gewächshaus, gleich am Ende des Weges, der aus diesem Raum herausführt. Ihr Klassenkamerad, Mr. Pruitt, wird Sie netterweise begleiten. Kommen Sie zu mir zurück, wenn Sie fertig sind. Und passen Sie auf Ihre Finger auf. Sie beißen. Marisch. Da steht er doch schon, oder? Das ist doch Everett Pruitt, oder hieß der nicht so? Leander Pruitt. Oh, Entschuldigung. Ach, steht da oben. Hallo. Entschuldigung. Ich hab dich neulich auf dem Weg nach Hogsmeade gesehen. Freut mich. Ich bin Leander. Ich zeig dir den chinesischen Kaukohl. Er ist gleich die Treppe da hoch. Aber du gehst vor. Okay. Er sieht sehr vertrauens... Gut gemacht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Verzeihung? Dein Duell mit Sebastian. Er ist gut. Er hält sich für richtig gut. Aber du hast ihn regelrecht vernichtet. Genial. Oh. Tja. Danke. Ich hätte es Sebastian fast selbst gezeigt. Ich meine, wenn Hackett mich nicht aufgehalten hätte. Aber hat sie dich nicht vor dem Drachenschädel bewahrt? Pff, typisch Slytherin. Andere im Kampf mit Drachenschädeln bewerfen. Wir Gryffindors kämpfen ehrenhaft. Und, Ravenclaws auch. Zumindest du. So, sammeln wir noch ein bisschen. Ich habe gerade überlegt, ob wirklich alle Gryffindors immer so heldenhaft sind.
Harry ist doch eigentlich immer nur gestolpert. So überall nur noch hingefallen. So, Knöterich haben wir noch. Knöterich ist einfach so schön. So, jetzt müssen wir wieder runter. Hier wären wir. Die Heimat des chinesischen Kaukeuls. Oh je. Yeah. Ich sammle lieber noch ein bisschen Diptam. Also Malvenkraut gibt's hier echt ohne Ende. Aber pass auf deine Finger auf. Hab mal fast den Daumen verloren. Schwester Blaney hat ihn wieder dran gemacht. Aber glaub mir, das... Siehst du die Übungspuppe? Wirf einfach den Kohl auf sie. Er macht den Rest. So, halte LB gedrückt und tippe auf R, um das Werkzeugrad zu öffnen. Ah, okay. Tippe anschließend... Schau dir das an. Die kauen alles, was sie in den Mund bekommen. Mama hat letztes Jahr welche im Garten gepflanzt, um die Gnome fernzuhalten. Entgnomen musste sie nicht, aber ihre hupenden Narzissen waren hinüber. Alter, wie kann man so diese zweideutig reden? Was? Solche Pflanzen mag ich. Keine dummen Bubotubler oder springenden Knollen. Pflanzen, die dir im Kampf den Rücken stärken. Es geht doch allein, aber naja, stell dir vor, das wäre keine Puppe. Alter, die killen mich, ihre hupenden Narzissen, und ich bin raus. Ist ja unfassbar. Eieiei, ja. Sie könnten außerhalb des Gewächshauses bestimmt von Nutzen sein. Etwas Hilfe kann nicht schaden. Selbst von einem Kohlkopf. Da draußen herrscht Chaos. Trolle in Hogsmeade und so. Wenn es sein muss, muss man eben auch mal Kruziferen werfen. Bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz gibt's mehr davon. Und Pflanzen, die deine Eltern nicht im Garten pflanzen würden. Du verstehst schon. Naja, wir sollten wohl zurück in den Unterricht. Ja, machen wir besser mal. Lass dir Zeit. Wir sehen uns im Unterricht. So, kehre zu Professor Garlick zurück. Machen wir, wir nehmen aber hier noch ein paar von denen mit. Haben uns jetzt auch nicht in den Finger gebissen. Was gibt's sonst noch hier? Ich glaube, da kann man nichts mitnehmen, oder? Revelio. Nö. Erstmal nichts Spannendes. Den Rest haben wir schon weggeerntet. Dann gehen wir wieder hoch. Was haben wir da hinten? Ah, da kommen wir nicht rein. Ist ein Schloss davor. Schade, schade. So, wo geht der Unterricht weiter? Da drüben. Machen wir uns direkt auf den Weg, Streber, der wir sind. Wir freuen uns. Aua. Daran, warum wir immer unsere Drachenhauthandschuhe tragen sollten, beende ich die Stunde. Tut mir sehr leid, Mr. Clopton. Okay, und einer ist schwer verletzt. Wahrscheinlich der Hippogreif wieder. So, Seidenschnabel wird hingerichtet, jetzt sofort. Kaukohl gekümmert, Professor. Bemerkenswerte Pflanzen, nicht? Ich hoffe, es war nicht allzu viel Mühe, aber ich sehe weder Bisse noch fehlende Fingerkuppen. Glücklicherweise, denn sie scheinen einen grünen Daumen zu haben. Ich bin schon gespannt darauf, wie sich ihr Talent entfaltet. Zauberpflanzen sind faszinierend. Ich möchte unbedingt mehr lernen. Das freut mich. Kräuterkunde ist ein unerschöpfliches Thema. Pflege deinen Garten, dann pflegt er dich. Das war wohl alles. Kommen Sie ruhig mal zum Plaudern vorbei. Da komme ich vorbei, ich auf jeden mich Fall. Ich freue mich immer, von meinen neuen Schülern zu hören. Da zeige ich hier auch mal meine Hupen. So. Hoffentlich gefällt den Alraun ihr neues Zuhause, wenn ich dafür schon meinen... Das ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal, ob den Alraunen das gefällt oder nicht. Also, wir drehen unseren Renaissance-Wamsi. Das gilt für Pflanzen wie für Freundschaften. Meine Güte, ey, jetzt halt doch mal die Goschen. So, also, der Renaissance-Wamsi, der macht jetzt Feierabend, der macht jetzt Abendessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dieses ganze Gefliege hier drumherum macht mich kirre. Ich habe das Gefühl, es krabbelt alles auf mir rum, spätestens seit die große Spinne in der letzten Folge hier war. Bin ich völlig raus. Wie gesagt, mich juckt es überall am ganzen Körper. Ich will jetzt eigentlich mich nur noch desinfizieren. Duschen. Was war das? Ich war es nicht. Ich sage Dankeschön fürs Schauen und ja, bis zum nächsten Mal in Hogwarts. Dann geht's weiter und wir machen ein bisschen Hauptmission wahrscheinlich.